Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir haben uns gerade mal hingelegt, um unter Umständen vielleicht gerade mal den Schneesturm zu skippen. Denn der ist halt gerade ein bisschen sehr heftig gekommen und sehr spontan auch. Und das haben wir jetzt gerade einfach mal nicht gebraucht. Ja, deswegen trinken wir jetzt nochmal einen Schluck und dann gehen wir mal nach draußen in der Hoffnung, dass wir, naja, vielleicht jetzt mal irgendwo langsam mal eine Axt oder ein Messer finden. Das wäre halt echt mal eine Idee. Oder drüben läuft ein Wolf durch die Gegend, das ist schön. Schneit aber jetzt gerade nur noch ein bisschen. Damit können wir, glaube ich, mal leben. Minus 10 Grad ist soweit auch okay. Es geht halt besser. Aber es ist okay. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Wolf hier einfach mal weiterläuft. Jetzt wurde ich gerade angeschrieben und ich weiß nicht wieso. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das dürfte man nämlich jetzt in-game hören. Ich hoffe mal, dass es aufhört. Ich habe nämlich jetzt gerade keine Zeit, auf den zweiten Monitor zu wechseln. Und zu sagen, ey, du halt's Maul. Ich kann gerade nicht, weißt du, kennst du Aufnahmen und so. Ich war natürlich so pfiffig und bin im Teamspeak geblieben. Hab gemutet, soweit es geht. Aber ich habe natürlich vergessen, mich in den Aufnahmechannel zu schieben, sodass ich gar nicht erst angeblinkt werden kann. Naja, kommt in den besten Familien vor. Wir machen uns jetzt nochmal gerade eben auf den Weg nach hier. Vielleicht schaffen wir es jetzt irgendwo noch was zu kriegen. Wir müssen zu der Lock Loading Area und dann müssen wir... Was müssen wir denn dann überhaupt? Ich habe schon so lange nicht... Ja, super. Da hat es zwei Wölfe, das können wir direkt stecken, da kommen wir eh nicht durch. Das heißt, wir müssen uns irgendwo einen anderen Weg suchen. Und bevor das jetzt hier weitergeht mit diesem blöden Teamspeak, gehe ich dann doch mal eben schnell auf einen anderen. Lalala, so, so, so. Wieso habe ich das jetzt gerade nicht gehört? Das ist totaler Unsinn. Uah, das war jetzt... Glitschi, glitschi, schnell. So, jetzt wieder zurück. Den wieder an. Und da wieder drauf. Und dann sind wir wieder voll auf Sendung. Fast sind wir voll auf Sendung. Ah, ich bin jetzt gerade... So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest mal. Komm, da kommen wir doch niemals durch. So ohne weiteres. Das geht doch gar nicht. Oh Gott, das regt mich jetzt gerade auf mit diesem scheiß Monitor, Alter. Geht's denn jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Boah, Mann. Das ist immer so nervig. Ich kann es so schwer beschreiben eigentlich. Mach nur... Ja, halt die Fresse, Wolf, sonst knall ich dir, breite ich dir gleich ein bisschen Blei in den Arsch. Wir sind keine Freunde und das weißt du auch. So. Das Problem ist nur, wir werden da nicht rüberkommen. Nie irgendwo. Oder ist die Train Loading Area auf einer anderen Seite? Wir gehen mal hier lang. Vielleicht. Vielleicht wird das ja was. Die Frage ist jetzt gerade, ist diese Snare. Die Falle. Haben wir die noch in der Tasche? Nö, natürlich nicht. Habe ich natürlich wieder vercheckt. Wir gehen jetzt mal hier lang. In der Hoffnung, dass das eine total gute Idee ist. Ich befürchte fast, dass das eine total blöde Idee ist. Dass wir dann gleich sowieso irgendeinem Wolf einfach mal fröhlich grinsend in die Arme rennen und der uns dann einfach nur sagt, guck, guck. Und das war's dann. Wir treiben jetzt einfach mal gerade hier den Hirsch ein bisschen in die Richtung. Ich laufe jetzt gerade einfach irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Das ist gerade mein großes Problem. Die Richtung... Ja, wir laufen Richtung Trapper's Homestead, aber
Ich komme halt nicht an dem Derailment vorbei. Also da, wo die zwei. Hab ich mich jetzt gerade erschreckt. Da, wo die zwei Wölfe sind. Da kommen wir einfach nicht vorbei. Das ist Fakt. So, und Fakt ist auch, das ist Kacke. Und jetzt muss ich mir halt einen alternativen Weg suchen. Was waren das für Geräusche? Was waren das für Geräusche? Ach so, jetzt zieht Nebel auf. Ja, schön. Ich kann mir jetzt gerade nichts Geileres vorstellen als Nebel. Mädels, ihr wollt mich jetzt echt verarschen, oder? Ey, jetzt ohne Kack, erst sehe ich hier. Erst höre ich hier einfach mal ein ganzes Wolfsrudel heulen. Und jetzt zieht hier einfach mal die dickste Suppe auf, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Ja, schön, jetzt sind wir hier auf jeden Fall im annehmenden Pond angekommen. Was natürlich insoweit total super ist, weil hier sieht man einfach nichts. I could use this. Ja. Ein Messer könntest du auch mal usen. So, geil. Jetzt sind wir hier und kommen nicht weiter. Können wir denn irgendwie mal so ein Lagerfeuer machen? Nie Tinder. Super, Tinder haben wir natürlich auch nicht dabei. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist kalt hier, wissen wir. Das Problem ist, ich habe jetzt aufgrund des tollen Nebels einfach mal die totale Orientierung verloren. An dem Pond schön und gut. Ich laufe jetzt mal einfach irgendwo hin. Wahrscheinlich werden wir jetzt bei dem Versuch irgendwie krepieren, weil ich habe echt keine Ahnung. Ja, ist halt schon echt anstrengend, hier mal diese unglaublich hohen Berge hochzukraxeln, mein Freund. Wissen wir doch. Ich glaube tatsächlich, aber die Richtung hier ist irgendwo vielleicht richtig. Vielleicht auch nicht. Es geht hier irgendwie überall so ein bisschen weiter. Habe ich das jetzt weggeworfen? Hallo? Nimmst du das bitte wieder mit? Danke. Zum Glück, muss man auch sagen, hört man hier überall Wölfe. Es wäre ja auch ein Unding, wenn man sich hier mal sicher fühlen könnte. Weia, weia, weia. Wo haben wir uns denn da nur eigentlich nur drauf eingelassen, ey? Und wo bin ich hier überhaupt? Hallo? Das Kalorienmeter geht auch ständig weiter nach unten. Hier hat es auch irgendwie gar keine Tiere mehr, ne? Weder Wolf noch Hirsch noch Hase. Noch Elefant.
Wobei ich natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, Elefanten habe ich hier schon länger nicht mehr gesehen. Die sind wahrscheinlich alle eingefroren oder sind zu Mammuts mutiert. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, mein Internet ist auf jeden Fall total stabil im Moment wieder, würde ich sagen. Gleich werde ich auf jeden Fall mal den Teamspeak komplett zumachen, weil das kann nicht sein, dass hier ständig die Connection am losten ist. So. Ich laufe hier die ganze Zeit fröhlich irgendwo hin. Und habe tatsächlich absolut gar keine Ahnung, wo wir sind, wo wir gerade auf dem Weg hin sind, was wir dann tun, wenn wir vielleicht mal irgendwo angekommen sind und ja. So weiter und so fort, ne? Wahrscheinlich. Oh, es klart auf, es klart auf, es klart auf. Schön, 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 schön. Dreck fängt es an zu schneien. Nicht so schön. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder am Trapper's Homestead. Das heißt, dann sind wir eine riesige Runde einfach mal im Kreis gelaufen. Ja, sind wir. Hervorragend. Wir sind also einmal tierisch weit im Kreis gelaufen. Das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, denn wir werden sowieso sterben. Denn wir haben ja immer noch kein Filetiermesser. Und somit können wir die Viecher sowieso noch nicht auseinanderschnibbeln. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz eben in unsere kleine Ranzeltier rein und erholen uns erstmal ganz kurz eben von dem Schrecken. Da können wir uns auch vielleicht mal ganz kurz eben aufwärmen, wobei müssen wir noch gar nicht. Und so spät ist es eigentlich auch gar nicht. Und wir haben auch noch total viel Luft in der Tasche. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Wisst ihr was, Kinders? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach mal gerade was. Ich mach mal was. So, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt gerade mal hier, ne? Ich bin jetzt hier gerade mal im Steam-Ding drinne. Und schau mir das gerade mal ein bisschen an. Ist jetzt vielleicht fast cheaten, was ich möchte man jetzt nicht sagen, aber wo ist denn hier das Trapper's Homestead-Ding? Also da ist Mystery Lake, das kennen wir ja, da ist unser Dingen. Und da ganz hinten könnten wir tatsächlich... Wo ist denn der Forestry Lookout? Der Forestry Lookout. Ich weiß, dass es jetzt gerade ein bisschen doof ist, was ich gerade mache, aber ganz ehrlich, da kommen wir nicht durch. Okay, da kommen wir auch nicht hin. Oh, wie schön, da sehe ich gerade. Da jagt gerade ein Wolf, ein Hirsch. Das ist ja toll. So, das haben wir alles schon soweit durchsucht. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Mädels, ich habe keine Ahnung. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Männer auch Freunde. Da liegt das eine tote Tier rum. Hier liegen überall tote Tiere rum. Ich gehe mal ins Bettchen und speichere jetzt gerade mal eben. Ich muss mich mal hier ein bisschen sortieren, ne? Wisst ihr ja. So, ich schlafe jetzt mal eben kurz 3 Stunden. Ne? Dann ist es fast abends. Dann gucken wir uns die Weltgeschichte gleich nochmal von Neuem an. So, jetzt haben wir Hunger, haben wir Durst. Da tun wir nochmal ganz schnell eben was gegen. Natürlich nämlich einen Schluck trinken und dann gleich nochmal die Böhnchen mit Speck und Böhnchen reinhauen. Speck und Böhnchen. Doch, Pork and Beans, ist richtig. Können wir denn gerade? Ne, doch, können wir wohl. Machen wir die Dose kaputt, mit den Fingernägeln aufgerissen. Oh, Omnimus. 17% verloren, das geht ja eigentlich noch. Wir sind ja mittlerweile sehr versiert, was das Öffnen mit den Fingernägeln angeht. Da passiert nicht mehr so viel. Da bleibt das meiste halt in der Dose. Man könnte natürlich auch so einen Schneidezahn so in die Dose reinrammen und dann so wie so ein alter Dosenöffner so, weißt du, so lang schneiden. Deswegen heißt es auch Schneidezahn, weil man damit lang schneiden kann. So, 1 Stunde noch schlafen, deswegen speichere ich. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich werde mir Gedanken machen, wie es morgen weitergeht. Und ja, wir sehen uns dann, ne? Tschüss.